Hallo liebe Videofreunde, ich bin wieder mal unterwegs. Ja, und zwar bin ich in Magdeburg und stehe hier an der Elbe. Und zwar ist das der Stellplatz am Yachthafen. Und es ist ganz nett gemacht. Das ist so ein kleiner Platz hier. Man hat Toiletten, man hat Dusche und Fähr- und Entsorgung. Und das läuft wieder so ab wie in Traben-Trarbach. Und zwar fährt man rein, die Schranke geht auf, man wird registriert und dann geht man an Automaten, registriert sich, bezahlt mit der Karte und dann bekommt man so eine Karte. Die muss man gut aufheben, weil wenn die verloren geht, kostet das 40 Euro. Und mit dieser Karte kann man irgendwie Fähr- und Entsorgen und kann duschen. Und ja, dann steckt man die wohl bei der Abreise halt wieder rein und bekommt halt eben, zum Beispiel, wenn man jetzt Strom draufgeladen hat, den man nicht verbraucht hat, den bekommt man dann zurückerstattet und auch den Kartenpfand bekommt man zurückerstattet. Ich glaube, 10 Euro hat der Kartenpfand gekostet. Bin ich mal gespannt, wie das nachher funktioniert. Ja, ich hatte gestern, als ich hierher gekommen bin, noch einen anderen Stellplatz gesehen, direkt am Elbufer. Und der war auch sehr schön. Eigentlich wollte ich dahin, den hatte ich dann gesehen, dachte ich, oh, wenn der das ist ja toll. Da war auch eine ganz große Strandbar, da haben sie ganz viel weißen Sand aufgeschüttet und also das sah richtig toll aus. Aber ich hatte halt eingegeben diesen hier, diesen Stellplatz und da hat mich Karin dann hingelotst und das war auch nicht so einfach, weil es gibt ganz viele Baustellen derzeit in Magdeburg und mit Umleitungen und das war ein ganz schönes Gegurke hierher zu kommen. Aber ich habe es gefunden und ich habe den letzten Stellplatz gestern Abend gekriegt. Es war ja schon, weiß gar nicht, 6:30 oder so. Ich glaube, so in der Drehe. Und hatte wirklich Glück gehabt. So, und dann kam noch dazu, alles hat geguckt. Frau kommt hier angefahren, Alene. Und dann saßen dann Männer draußen und dann haben natürlich auch geguckt, was wird sie jetzt machen, wird sie das hinkriegen mit dem Einparken und so. Ich musste ja, ich mag das ja eigentlich nicht. So, das mag ich viel lieber, bin, so wie die stehen. Aber hier so hintereinander, das kann ich nicht so gut leiden. Also, aber ich habe es Tatsache wirklich hingekriegt. Es wird auch immer besser, dass ich so rum einparken kann. Weil hier dahinter ist nämlich gleich das Toilettenhäuschen. Also so viel Platz ist jetzt hier auch nicht gewesen. Ich habe echt geschwitzt, aber es ging gut. Ich brauchte zwar 3 Anläufe, aber es war okay. Naja, und wenn dann so Leute zugucken, das ist dann immer noch wirklich eine Herausforderung. Ja, was gibt es noch zu sagen? Anschließend hier an den Campingplatz, Stellplatz gibt es den Yachthafen. Da ist eine Bar. Da könnt ihr abends draußen sitzen und was trinken und was essen. Das ist sehr schön. Und ja, mehr kann ich euch dazu nicht sagen. In der Stadt war ich jetzt nicht. Vielleicht mache ich das auf dem Rückweg nochmal. Ich würde mir gerne mal den Dom angucken in Magdeburg. Ich glaube, Magdeburg ist eine schöne Stadt. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege auf dem Rückweg. Und jetzt geht es allerdings für mich weiter nach Emden. Weil ich bin ja gestern von Cottbus regelrecht aufgebrochen und abgehauen. Ich hatte ja schon ein bisschen vorgepackt und eingeräumt und alles so. Das hatte ich schon ein bisschen gemacht. Aber gestern ist mir so der Kragen geplatzt. Wir hatten gestern Vormittag 35 Grad und das geht seit Wochen so. Es ist einfach nicht mehr zu ertragen. Wirklich auch für den Hund ist es echt schwierig gewesen. Weil da merkt man jetzt doch, dass er älter ist. Er hechelt dann doch ganz dolle und kann mit Hitze auch nicht gut umgehen. Und da habe ich gestern gesagt, jetzt ist Schluss, ich hau jetzt hier ab. Ich muss irgendwo in Norden. Es war eigentlich alles anders geplant. Ich wollte eigentlich wieder nach Traben-Trarbach fahren, an die Mosel und von dort aus rüber nach Düsseldorf. In Traben-Trarbach haben sie nächste Woche wieder auch sehr warm gemeldet und in diesem Moseltal und dann Hitze, das ist dort sehr unangenehm. Also da habe ich keine Lust drauf gehabt. Und ich habe gesagt, ich will irgendwo hin, wo keine Hitze ist, also wo annehmbare Temperaturen sind. Und dann kommt natürlich der Norden eher in Frage. Also habe ich alles umgemutschelt, sehr zum Leidwesen meiner Freundin und auch mir. Wir wollten uns eigentlich nochmal treffen, ne, mit meiner besten Freundin, aber das fällt jetzt aus, weil ich jetzt in Richtung Norden fahre.
Aber ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach wirklich nicht mehr. Also es war mir einfach wirklich zu viel gewesen. So, jetzt geht's los. Jetzt gehe ich mit dem Hundi noch mal eine Runde Gassi. Und dann haue ich ab. Fähr- und Entsorgen muss ich noch nicht. Ist noch alles okay. Dann geht's los Richtung Emden. Also, bis später. Tschüssi. So, es geht los. Weiter geht's. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie mich hier rauslassen, weil ich habe gedacht, das Trinkwasser ist irgendwie umsonst, aber da ist so ein Zähldings, blicke ich nicht durch, müssen wir mal gucken. Hat der Mann auch nicht gerade verstanden, also ich bin nicht die Einzige. Jetzt versuche ich mal rauszufahren und schau mal, ob sie mich rauslassen. Nee. Siehste, die lassen mich nicht raus. Doch, jetzt geht's hoch. Es geht hoch. Habe ich Glück gehabt. Weil ich habe nämlich gerade Wasser getankt nochmal. Und ja, da war so ein. Da konnte man Münzen reinwerfen. Da war aber ein Schloss davor. Und da habe ich gedacht. Und da habe ich gedacht, das ist zu. Und es war aber nicht zu. Und jetzt war man so ein bisschen am Zweifeln mit dem einen Mann, ob man da nicht vielleicht doch was einwerfen muss. Aber hat auch so geklappt. Ich habe noch zwei Gießkannen jetzt nachgeschüttet. Also, jetzt geht's los nach Emden. Hier stellen sich übrigens auch Wohnmobile hin. Standen gestern drei Stück hier. Aber naja. Wild romantisch halt. Ah, da im Vordergrund sehen wir den Dom. Den hätte ich mir ja gerne mal angeguckt. Und hier sind die ganzen Umleitungsschilder. Also es ist ein bisschen tricky hier, aber ja, man kommt schon dahin, wo man hin will, irgendwann. Also fahren wir hier lang. Abbiegen auf Mittelstraße. Ja. Nach 500 Metern. So, ihr Leute, ich bin immer noch am Fahren. Also, es ist echt so schwer, einen Stellplatz zu bekommen. Also, ich habe daran schon gedacht, es ist Freitag heute, Wochenende. In Emden war überhaupt nichts zu kriegen. Da standen sie wie die Heringe, also aneinandergereiht. Da war alles voll. Dann bin ich weitergefahren nach Norddeich. Campingplatz voll, Stellplatz voll. Parkplatz voll. Jetzt hat Michael, der ist in Spanien, von Spanien aus noch geguckt, wo hier Stellplätze sind. Jetzt fahre ich nochmal zu einem Dorkum oder wie das heißt.
Und da ist dann online Verfügbarkeit zu sehen. Und laut dieser Online-Verfügbarkeit müssten eigentlich noch Stellplätze frei sein. Kann ich nur hoffen, weil wir haben jetzt 7:30 abends. Ich bin also jetzt auch seit, ja, so fast 8 Stunden bald unterwegs. Und mir reicht es auch, wenn ich ehrlich bin. Und ich hoffe, dass ich jetzt dort einen Stellplatz finde. Und dann werde ich, glaube ich, auch mal einen Tag erstmal irgendwo bleiben. Mal gucken, wie es da so ausschaut. Und dann vielleicht am Sonntagnachmittag oder so oder Mittag kriegt man vielleicht wieder besser was, da ist wieder Abreise. Und dann werde ich mich mal schlau machen. Das wäre unbedingt noch mal Kreziel. Und ja, das in Emden sah auch gut aus am Hafen, aber war eben alles voll und die standen auch wirklich echt, wirklich wie die Heringe. Also ganz nah aneinander. Naja, schauen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ne, ob ich da jetzt noch ein Plätzchen finde, weil weiter fahre ich auch nicht. Da stelle ich mich irgendwo querfeld ein oder auf irgendeinen Parkplatz, weil ich kann auch nicht mehr. Ich bin jetzt echt kaputt und es wird dunkel. Also ja, schauen wir mal. Das ist nicht so einfach, ey. Fehlen Stellplätze in Deutschland. Und wenn, dann sind die sind wirklich rar besät und wenn, dann sind sie auch meistens sehr teuer. Ich habe gerade auf dem Parkplatz gestanden, da hätte ich stehen können. Aber ich wusste jetzt nicht, was ich machen sollte. Es ist abends, also 19 Uhr durch gewesen. Du darfst nicht länger als 6 Stunden stehen und länger kannst du auch nicht bezahlen. Und das Ticket geht aber 24 Stunden. Das heißt, wenn ich da eingebrochen hätte, hätte ich um nachts um 1 wieder aufstehen müssen und neues Ticket ziehen. Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Also das ist so kompliziert gemacht, anstatt vielleicht ein Tagesticket dann machen oder so. Das sind ja ausgestellte Wohnmobilplätze auf dem Parkplatz gewesen, wo Wohnmobile draufgemalt waren. Da kann man die doch stehen lassen dann für einen Tag. Dass man sagt, wenigstens 24 Stunden, einen Tag darf man stehen. 6 Stunden, was soll das? Müssen sie echt noch üben bei uns hier im Land. So, liebe Videofreunde, das ist der Stellplatz hier in Dornum. Ist halt ein normaler Parkplatz und dann gibt es diese Automaten hier, die jetzt bei mir nicht funktioniert haben. Und zwar kannst du dann hier mit einem Barcode eingeben, dann kommst du auf die Seite. Auf die Internetseite gibt es dann diesen Code hier unten ein und dann kann man mit PayPal bezahlen. Kostet 22 Euro der Platz zuzüglich Strom für eine Übernachtung. Und hier sind diese Säulen bzw. diese Kontakte und da muss man drüber fahren. Und dann zeigt diese Säule rot an, das heißt sie ist belegt. Und wenn du dann bezahlt hast, wird sie grün. Das heißt, du hast bezahlt und dann gilt das für 24 Stunden oder so lange, wie du halt bleiben willst. Du kannst auch mehrere Tage bleiben. Das ganze Konzept ist allerdings nicht richtig ausgefeilt. Das erkläre ich euch aber gleich. So, und dann wollte ich euch nochmal halt den Platz hier so ein bisschen zeigen. Also es sind recht viele Wohnmobile, die hier hinpassen. Ist groß, aber es gibt keine Toiletten. Ich habe auch keinen Müll gefunden und Fernentsorgung, da stehe ich gerade, das gibt es. Aber Müll habe ich auch nicht gefunden, wisst nicht wo. Ich habe jetzt meinen Müll da in die kleinen Mülleimer hinten gesteckt, das war nicht viel. Ich hatte nur ein bisschen Papier von der Toilette und das wollte ich gerne loswerden. Und das habe ich da reingesteckt. Ja, das habe ich jetzt auch nicht entdeckt. So, für mich geht's jetzt weiter. Ich will mal gucken, ob ich hier am Deich einen Stellplatz bekomme. Vielleicht reisen ja heute ein paar Leute ab. Und ich fahre jetzt auch gleich los, weil hier schon mehrere auch weggefahren sind. Die haben vielleicht auch die gleiche Idee. Und wenn ich dann da bin, dann melde ich mich nochmal und erzähle euch mal von dem Stellplatz ein bisschen was hier. Na? Also. Aber jetzt gucke ich erstmal, ob ich da was kriege. Nicht, dass ich zu spät wiederkomme. Ja, hallo, liebe Videofreunde. Ich
wollte ja noch was zu dem Stellplatz erzählen, wo ich gewesen bin in Dornum. Und jetzt bin ich aber mittlerweile schon den dritten Tag auf dem anderen Stellplatz. Ich habe tatsächlich dann noch ein Plätzchen gekriegt. Aber jetzt möchte ich euch trotzdem noch mal zu dem Stellplatz was erzählen, weil ich mache gerade das Video fertig und ja, habe ich ja gesagt, ich will euch noch mal was dazu sagen. Also, zum einen ist es so, also dieser Stellplatz dort, das Konzept, das haut nicht richtig hin. Weil es ist zwar so ganz gut, dass man also vom Internet her zum Beispiel sehen kann, wie viele Plätze belegt sind und wie viel nicht. Das ist aber auch eigentlich, muss ich sagen, so das Einzigste. Gut, okay, die Plätze sind in Ordnung. Es ist ein Parkplatz halt, ne? Lädt jetzt nicht so zum ewigen Verweilen ein, aber so für eine Nacht ist es völlig in Ordnung, ja. Und aber wie gesagt, es haut nicht so ganz hundertprozentig hin. Ich konnte ja nicht bezahlen, hatte ich ja schon im Video erwähnt. Und zwar hat es einfach nicht funktioniert. Ich bin mit dem Barcode so weit gekommen, dass ich auf die Seite gekommen bin, aber konnte den Bezahlvorgang nicht abschließen. Also ich bin nicht zum Bezahlen gekommen. Und habe dann auch mit meinen Nachbarn, die neben mir standen, probiert, bei denen ging es. Und bei mir ging es halt eben nicht. Und am nächsten Morgen kam dann der Platzwart. Ich hatte das auch bei Park4Night gelesen, dass es noch mehreren Leuten so ginge, die nicht bezahlen konnten und Schwierigkeiten hatten. Aber es kein Problem wäre, weil der Platzwart würde dann sowieso kommen und kassiert dann ab. Und das wäre ein sehr netter Platzwart und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir früh morgens aber trotzdem noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Und habe halt probiert, mit diesem Link, den ich dann praktisch über den Barcode bekommen habe, den habe ich mir per E-Mail geschickt selber. Und habe dann versucht, über einen Laptop, also über einen anderen Browser reinzugehen. Und das hat funktioniert. Also mit Chrome, ich habe auf dem Handy Chrome, bin ich nicht reingekommen. Über Opera habe ich auf dem Laptop, bin ich reingekommen. Also lag es irgendwie am Browser. So, jetzt habe ich aber nicht nochmal gebucht, weil ich wollte ja nicht noch einen Tag bleiben dann, ne? Und dann habe ich gewartet, also der Mann kam dann auch kurz vor 9 und ja, dann kam der zu mir und dann sagte er, er hätte gern 27 Euro. Und dann habe ich gestutzt und habe ich gesagt, wieso 27 Euro? Sag ich, 22 steht irgendwo hier, ne? Und ja, weil ich ja nicht bezahlt hätte und er kommen muss, müsste ich also 5 Euro mehr bezahlen. Wie jetzt, sage ich, ich habe versucht zu bezahlen und es ging nicht, ich konnte nicht bezahlen. Ich bin bis zum Bezahlvorgang gekommen und weiter nicht. Ja, das wäre aber mein Problem und andere hätten ja, da hätte es ja funktioniert und bei meinem Handy halt nicht und da ist das mein Problem. Und das sage ich, Moment mal, jetzt mal ganz langsam, sage ich, ne? Also ich meine, 22 Euro ist ein stolzer Preis. Zuzüglich Strom natürlich, der muss noch extra bezahlt werden. Auf diesem Platz ist, also ich habe kein Müllentsorgen gefunden, Toiletten sowieso nicht und Dusche, naja, gleich gar nicht. Also dieser Platz macht keine Arbeit, sondern der ist einfach nur da und ja, praktisch selbst arbeitend, wenn man so will, ne? Bis auf das der Herr halt eben zum Kassieren kommt. So, und dann habe ich gesagt, das ist aber kein gutes Konzept. Ich sag also 27 Euro für 12 Stunden, die ich jetzt hier stehe. Ich bin ja spät abends angekommen. Das ist schon ein stolzer Preis, habe ich gesagt, ne? Naja, wir diskutierten dann noch so ein bisschen. Ich habe ihm auch gesagt, was mir nicht gefallen hat. Und das hat ihm nicht so gepasst, weil, ja, ich fand das Konzept zum Beispiel nicht gut, dass wenn du auch dort stehst und dort parkst, du kannst nicht mal zur Fähr- und Entsorgestelle fahren. Du musst dahin laufen. Weil wenn du wegfährst und verlässt diesen Kontakt, bist du ausgelockt. Musst du neu bezahlen. Das heißt, du kannst auch nicht einkaufen fahren oder du kannst irgendwo mit dem Auto hin am Tag und wieder zurückkommen. Das geht nicht. Musst du neu bezahlen. Und dann sage ich, das ist doch kein gutes Konzept, also das sehe ich so. Ja, doch, das wäre ganz neu, das wäre super. Und ich sage, na, also ich bin auch schon ein paar Jahre unterwegs, also das finde ich nicht so super. Muss ich ganz ehrlich sagen, nee.
Also da gibt es das an, weil er dann gesagt hat, ja, wie will man es denn anders lösen? Soll sich hier einer hinsetzen und soll aufpassen, wann jemand wegfährt und wiederkommt? Ich sage, nein. Es gibt zum Beispiel dieses Schrankensystem, ne, was halt die Wohnmobile erkennt bei der Einfahrt. Wäre da auch sicherlich möglich gewesen. Und dann kannst du wieder rausfahren, so oft wie du willst. Du bezahlst für die 24 Stunden und kannst dich frei bewegen und kannst wieder auf den Stellplatz zurück. Finde ich, also das System finde ich sowieso super. Das hat mir in Traben-Traber schon gefallen und das fand ich jetzt auch in Magdeburg gut. Naja, gut, also jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Er hat dann am Ende mir die 5 Euro doch erlassen, weil ich gesagt habe, gut, also das werde ich reinschreiben, auch bei Park for Night, weil das finde ich nicht richtig, muss ich ehrlich sagen. Und dann hat er sie mir erlassen, die 5 Euro, und ich sage, es geht mir gar nicht, dass ich ihm nicht die 5 Euro geben will, aber dass ich Strafe bezahlen muss, weil ich nicht bezahlt habe mit dem Handy und es nicht ging, das sehe ich nicht ein. Dann muss der Anbieter das so lösen, dass es über alle Provider möglich ist, oder er schreibt hinzu, bitte, also wenn es nicht möglich ist, bitte versuchen Sie einen anderen Provider oder wie auch immer, macht da irgendein Vermerk oder sowas. Aber einfach Strafe bezahlen, dass ich nicht bezahlt habe, obwohl ich ja wollte, das finde ich nicht richtig. Naja, und ich bin ja dann weggefahren und bin jetzt hierher gefahren am Samstag. Heute ist Montag, also ich bin jetzt schon den dritten Tag hier. Und stehe hier jetzt an dem Strand, in Dorm Nummer Siel heißt das, glaube ich, hier. Und hier ist angrenzend ja gleich der Campingplatz. Und man hat noch zusätzlich eben einen Stellplatz. Als ich am Samstag hier angekommen bin, war alles voll, bis auf einen einzigen Stellplatz in der Reihe hier. Und den habe ich gekriegt. Ich hatte Glück. Zack, war ich hier drin. Ich könnte so schnell, wie ich hier in die Parklücke reingefahren bin. Und es war eng, wir standen alles voll. Neben mir waren ganz, ganz nette Holländer gewesen. Und mit denen habe ich dann abends auch noch schön gemütlich zusammengesessen. Die waren total cool. Und ja, habe ich Glück gehabt, wirklich. Und der Stellplatz hier jetzt kostet 20 Euro. Und plus 1 Euro Hund und plus 1 Euro Hundestrand, wenn man zum Hundestrand möchte. Aber man kriegt jetzt auch hier so einen Zettel für Hunde dazu. Da steht dann überall, wo man laufen darf und wo halt eben nicht. Das haben sie ganz toll gemacht. Also ich finde es toll. Es gibt auch eine Stelle, wo man mit dem Hund ins Wasser gehen kann. Es gibt einen wunderschönen Hundeweg hier entlang, kann man laufen am Strand. Überall sind Hundestationen aufgebaut, wo man Beutel ziehen kann und einwerfen kann. Also sehr, sehr, sehr sauber, ordentlich und für alles gesorgt. Und da ist auch der Preis, 1 Euro für an den Strand zu gehen, völlig gerechtfertigt. Finde ich cool. Und hier steht auch, also die Leute kriegen auch nochmal hier so ein Heftchen. Und dann auch in den Nachbarorten, wo man laufen kann mit dem Hund. Und dann Hinweise, was man nicht machen soll. Halt eben, man soll immer was zum Trinken mitnehmen für den Hund, weil die gerne das Salzwasser schlecken und dann richtig Durst bekommen und Durchfall bekommen könnten. Und dann steht auch Arzt drin, wo man einen Notfall mit dem Hund hin kann. Also ganz toll. Ich finde es super. Gefällt mir sehr gut. Und du kannst alle Annehmlichkeiten von dem Campingplatz nutzen. Du kannst die Spülküche nutzen und du kannst auch die Duschen nutzen. Man bekommt hier so eine Karte. Kostet 25 Cent die Minute. Also das ist auch sehr angemessen, finde ich. Und war heute duschen gewesen. Auch alles ordentlich und sauber. Also perfekt. Und du hast dann noch Strom, den musst du noch zusätzlich bezahlen. Hast du Säulen, musst du 1 Euro einwerfen. Also wenn ihr hierher fahrt, nehmt euch Kleingeld mit. Aber ich bin sehr zufrieden hier, total, und gar kein Vergleich zu dem halt im Ort, ne? Also das ist, ja, hier ist ein gutes Konzept dahinter. Man kann hier wunderbar schön spazieren gehen, aber das zeige ich euch jetzt gleich in Bildern. Und kann diesen Platz einfach nur wärmstens weiterempfehlen. So, das wollte ich euch sagen. Nochmal zu dem alten Stellplatz im Ort und zu dem hier.
Ja, also jetzt werde ich mal hier weiterarbeiten und das Video fertig machen. Vielleicht kann ich es noch hier hochladen, weil es gibt hier auch einen Raum, wo man also freies WLAN hat. Das WLAN hier auf dem Platz, bei mir hat es nicht funktioniert. Also das hat nicht gereicht. Bis hierher, ich konnte es leider nicht nutzen. Aber es gibt da einen Raum, wie gesagt, und da kann man hingehen. Und deswegen werde ich jetzt noch versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Und dann, ja, werde ich mich mal jetzt so ein bisschen hier ransetzen und weiterarbeiten, damit wir noch mal ein bisschen heute rausgehen können. Herrliches Wetter, Leute. Ich habe alles richtig gemacht. Es sind 21 Grad gewesen, Höchsttemperatur, ein bisschen Wind. Ich stehe übrigens gerade hier auch vor der Drachenwiese, wo man beobachten kann, die Leute, wie sie ihre Drachen steigen lassen. Da gibt es ja tolle Dinger. Und alles ist perfekt. Ich habe es richtig gemacht. Freue mich, hier zu sein. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Eins noch im Übrigen, warum ich während der Fahrt so schön gewackelt habe hin und her und ein bisschen Fahrtanzen gemacht habe, war, ich höre immer gerne Schwarzwaldradio. Und das ist so ein Privatsender, ein kleiner, und die machen immer ganz viel Mucke aus den 70er und 80ern. Und da ich ja ein absolutes 80-Girl war und die 80er geliebt habe, bis heute noch, da kam ein Titel, den habe ich weiß nicht wie viele Jahre nicht mehr gehört. Ich hatte diese Band überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, und zwar war das Flock of Seagulls, und der Titel war Vicious. Eines meiner absoluten Lieblingslieder aus den 80ern, war 1983 gewesen. Und ich habe mich so gefreut über dieses Lied, dass ich das mal wieder hören konnte. Und das ist so ein mega cooler Song. Und ich kann ihn ja leider nicht im Video abspielen, weil man das ja nicht darf. Deswegen, ja, also Schwarzwaldradio kann ich auch empfehlen. Wirklich, wer gerne solche Musik, 70er, 80er und auch mal so ausgefallene Titel hört, die nicht so alltäglich immer gespielt werden, super Sender. Das wollte ich noch sagen.